Süden Wiens wird gerade an einem neuen, energieeffizienten Wohnhaus in zentraler Lage gebaut. Es entstehen Wohnungen in verschiedenen Größen, wo man auf den Wohlfühlfaktor großen Wert legt. Immokurier TV hat sich eine Musterwohnung in unmittelbarer Nähe angesehen. Grüß Gott. Ja, hallo. Grüß Gott. Freut Melanie. Sehr. Freut Claudia mich auch. Stadner. Vielen Dank, dass ich mir eine Wohnung anschauen darf. Sehr gerne. Das ist eine Musterwohnung, eine bewohnte. Ja. Einfach, dass man sich einmal vorstellen kann, wie die Raumaufteilung ist. Dann gehen wir gleich einmal weiter. Hier ist das WC. Schön groß geschnitten. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das ist natürlich ganz besonders wichtig für jede Frau, ja. Was kann ich mir aussuchen? Könnte ich mir da auch was anderes aussuchen? Wie individuell kann ich das gestalten? Also prinzipiell haben wir eine Standardausstattung, so wie es hier eben gezeigt ist. Wenn Sie Sonderwünsche haben, ist es natürlich auch möglich, dass Sie andere Fliesen, andere Bodenbelege sich aussuchen, dann direkt über die Baustelle. So, hier befinden wir uns im Schlafzimmer. Ja. Auch schön groß geschnitten. So, dann zeige ich Ihnen jetzt noch das Wohnzimmer. Ja. Genau. Wie groß ist das Wohnzimmer selbst? Das Wohnzimmer hat ca. 26 Quadratmeter. Ah, lässt sich es wirklich genießen. Dann befinden wir uns hier im Garten. Ah ja. So. Hier im Wohnzimmer haben wir natürlich auch den Parkettboden, der auch standardmäßig zur Ausstattung zählt. Prinzipiell haben wir noch 2 bis 4 Zimmerwohnungen frei. Hier haben Sie die verschiedenen Grundrisse auch, zwischen 50 und 110 Quadratmeter. Und was kosten die Wohnungen? Der Quadratmeterpreis liegt ca. bei 3.600 Euro. Die Wohnhausanlage in der sogenannten In der Wiesen Süd verspricht Ruhe und Erholung. Die geplante Fertigstellung ist im ersten Quartal 2019. Wir haben hier eben den Schlosspark zum Beispiel, wo natürlich nichts verbaut wird, sondern das ist einfach die Grünfläche. Das heißt, der Ausblick bleibt dann auch. Der Ausblick bleibt auf jeden Fall. Wir haben in unmittelbarer Nähe hier in der Kalberger Gasse 97 auch noch ein Projekt, was ebenfalls fertig wird im ersten Quartal 2019. Die sogenannte Betonkernaktivierung sorgt für Energieeffizienz im Wohnhaus. Mit der Nutzung von Erdwärme wird ein perfektes Raumklima erzeugt.